Leute, wir sind zurück. Trials of Mana, Benevodona-Jagd mit MikuXC. Yes. Puh, Leute, abonniert und lasst ein Like da. Ist wichtig. Wenn ihr jetzt keinen Daumen hoch gebt, dann landen wir hier nicht in den schimmernden Ruinen, weil Flammi keine Lust hat. Also lasst den Daumen da. Hi, jetzt schon zu spät. Jetzt landen wir nie. Richtig. Gehen wir in die schimmernden Ruinen, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Das Gebiet sieht von oben schon mal schick aus. Kann man machen. Ja, du warst einmal schon mal drinne, ganz kurz. Richtig, landen wir. Ich hoffe, ihr habt alle ein Like da gelassen, sonst, ja. Flammi ist sonst Flammi traurig. Richtig. Sonst kommt Flämmchen nicht mehr und holt uns ab nach diesem Benevodona. Oh nein. Ah, guck mal, da stehen sie ja schon. Geldgierig, ja, wie sie sind. Also muss man nur den ersten klatschen, okay. Richtig. So, dann wollen wir mal. Aber jetzt weißt du ja, die stehen halt in jedem Gebiet, ne? Ja, aber wie du vermutet hast, erst nach dem ersten Benevodona, ne? Ja, wusste ich aber auch echt nicht mehr. Ne? Ah, Vieh. Das Wasser ist zu tief und weit. Okay, das musste ich schon mal machen. Das steht fest. Weiß ich nicht, ob du es musstest. So, jetzt nehmen wir die Gegner hier auf jeden Fall. Ich hab vergessen zu leveln, ne? Brauchst nicht leveln. Hä, es ist... Einfach machen. Nee, es ist Nacht. Gut. Sieht man hier gar nicht, ne? Was so hell ist in der schimmernden Ruine, ne? Ja, eben. Ja, gut, sie heißen schimmernde Ruine, hätte man sich ja denken können, aber... Na, so ganz obvious ist das nicht. Guck dir erstmal auf die Karte um und lauf erstmal lieber in die Sackgassen rein. Warte, Ausbildung. 4 Punkte. Ja, moin! Dann machen wir bei ihm mal Glück voll. Und ich sollte mich, nachdem wir die Benevodona alle besiegt haben, mal damit auseinandersetzen, welche Fähigkeiten wir ausrüsten, ne? So langsam aber sicher mal. Ja, mal alle mal kurz rausnehmen und neu einsortieren, ne? Ja, eben. So, erhöht TP Grundwert. Nein, erstmal noch nicht. Ausdauer. So, damit sind wir wieder gelevelt und wir gehen weiter. Erstmal in die Sackgassen. Lauf erstmal Sackgasse ab. Es gibt hier sehr viele Schatztruhen. Siehst du, 13 Stück gibt's hier. Und in Engelner kann es natürlich sein, dass ein Fragezeichen-Samen drin ist. Richtig, und wir brauchen diese Samen. Man braucht ja insgesamt 6 verschiedene. Ein Goldsachensamen. Wir kriegen, glaube ich, auch Fragezeichen-Samen aus diesem Topf, ne? Nee. In den Topf musst du die Fragezeichen-Samen reintun. Ach so, ah ja, stimmt, stand da ja. Und dann kriegt man ein random Item, ne? Also die Fragezeichen-Samen troppen halt das Klassen-Item, ne? Und es gibt halt 6 verschiedene. Und du brauchst ja alle 6. Was sind das eigentlich für... Ach, das sind Jaulquappen. Und ich wollte gerade sagen, was sind das für Robben? Oh, die sind aber... Ich finde die Gegner hier, Trials of Mana, halt alle... Fast alle finde ich ziemlich süß. Goldsachensamen schon wieder. Ich hätte gern Fragezeichensamen. Das wäre richtig nice. Oh, die Silberritter sind immer noch krass stark, Alter. Hart im Nehmen, ne? Ja. So, haben wir hier was? Ja, da ist nochmal eine Truhe. Das ist gut, dass ich die schon mal gesehen habe. Mhm. Da ist auch noch eine Truhe. 13 Stück hier in der schimmernden Ruine. Mama Poto? Ne? Ja, Mama Poto. Das gibt bestimmt. Papa Poto. Das gibt bestimmt auch doppeltes Poto-Öl. Bestimmt. Ich muss noch dran lecken. Ja, natürlich. Kommt aus. Halluzigen. Kommt aus den Zitzen. Eww. So, öffnen wir die Truhe. Bitte in Fragezeichen-Samen. Aber wenigstens kriegen wir hier en masse Goldsamen, Alter. Das stimmt. Sternenkraut. Kann ich hier rüberspringen? Nee. Wenn du auf der Karte siehst, da ist nichts. Auf der Karte. Ach so, ja, toll. Gut gemacht. Gut gemacht, Train. Hast du gut überlegt. So, aber die Karte. Man muss sie ja austesten, ne? Die Karte ist ein bisschen verwirrend. Ich muss mich gerade erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ah, das sollte ich gleich mal wieder hochmachen. Ob das so gut war, ne? Ja, weil da hinten ist eine Truhe und die will ich mir zuerst holen, bevor ich den aktiviere. Aber die Gegner... Das Gebiet ist auch mit einer der längsten. Mit echt? Einer der längsten. Ja. Also mit okay, einer der nice. Längsten von den Benevodonern. Es gibt noch längere gefühlt. Dafür ist das hier kompakt, aber es gibt halt sehr viele Sachen, die du entdecken kannst, ne? Das sind Runen. 13 Stück ist eine Menge. Ja. Da können wir den ein oder anderen Fragezeichen-Samen vielleicht sogar finden. Irgendwo sicherlich. Und vielleicht gibt es hier sogar Kaktusfratze. Ich hoffe, dass es hier Kaktus... Ich wollte es gerade sagen. Weiß mich auf Kaktusfratze hin.
glaube, mir fällt mir einer weiß ich. Einen weiß ich hier. Aber da bist du noch nicht. Gut, dann einmal hier. Was haben wir hier? Lichtauges Ring. Das ist der Ring von Benevodona, ne? Richtig. Lichtauge ist sein Name. Besser als Adlerauge. Ist er mit ihm verwandt? ist Auge derselbe Familienname? Das werden wir in einer weiteren Folge von Trials of Mana herausfinden. Seid dabei, Leute. So, gucken wir mal. Lichtauge. Also, er bringt uns hier schon mal nichts. Ja, er bringt allgemein nichts. Das halbiert Lichtschaden, ne? Du musst halt ausrüsten, wenn du gegen Lichtauge kämpfst. Das halbiert halt seinen Schaden. Ah! Eventuell kann das sogar gut sein, ne? Eventuell könnte das hilfreich sein. So, Mama Poto ist tot. Der Silberritter greift mich nur an, weil er Mama Potos Zitze genuckelt hat. Das Halluzinogen wirkt, würde ich behaupten. Schokolade. Ja, nehmen wir mit. Nice. So, kriegen wir eigentlich noch einen vierten Spezialangriffsleisten-Dingens, wenn wir die Stufe wieder gesteigert haben? Ja. Nice. Du kriegst sogar eine Attacke, die alle drei Stück verbraucht. Oh, geil. So, hier ist noch eine Truhe. Also, oder? Relativ starke Attacke. Honigelekt, ja, wenn gut. Wenn nicht sogar die stärkste Attacke, die du kriegen kannst. Mit dem nächsten Klassenwechsel. Nee, warte mal, es gibt noch einen zusätzlichen Klassenwechsel, aber den kriegst du aber erst in Aftergame. Hab ich mir gedacht, weil ich habe das auch so gesehen auf der Homepage, dass es vier Klassenwechsel gibt, glaube ich. Nee, drei. Ja. Drei. Und der vierte? Drei, glaube ich. Und die vierte Stufe ist halt exklusiv im Remake, ne? Die ist exklusiv nur im Remake? Oh, nice. Schade, dass wir nicht Risi oder so haben, Alter, weil die sehen halt schon aus. Ja. Aber dafür haben wir... Das ist halt schon ziemlich cool. Dafür haben wir hier die coolen Charaktere wie Kevin und Adlerauge. Gut, Charlotte jetzt mal... Ja. Beiseite. Kann man machen, muss man nicht. Aber sie ist halt wirklich richtig gut, gerade was das Healen angeht, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, wer mit Durant anfängt und nicht Charlotte im Team hat, der hat halt nur Einzelhealer. Hört auf Miku, guckt bei Miku rein, wenn ihr das sehen wollt. Es ist furchtbar. Es kommt halt drauf an, ne? Es kommt halt auch auf die Skills an, die du bekommst mit Klassen. Ja, ist ja sehr individuell. Deswegen sagte ich ja, jedes Let's Play ist anders, was auch von den Klassen angeht. Ich wurde gegessen! Von der Tyranno-Echse! Hartlauge hat sich um ihn gekümmert. Ja, nice. So, was öffnet das? Weiß ich nicht. Oh, guck mal. Oh. Da ist ein Kaktusfratz. Der kleine freche Fratz. Ja, ich will ihn. Ich will ihn so hart. Nee, von da bin ich gekommen. Hier. Das wird noch geil, Leute. Bevor wir den Bossgegner machen, darf ich alle Kaktusfratze farmen. Ja. Fluchtzeit halbiert. Ja, schneller aus Kämpfen fliehen, ne? Das ist richtig useless, aber... Nicht schlecht. Ja. Kann man machen. Warum useless? Das ist eigentlich nicht schlecht. Das kriegst du... Das ist wirklich sehr gut später. Ja gut, später, aber ich meine halt jetzt, ne? Weil wir jetzt ja noch fürs Level jeden Kampf mitnehmen müssen. Weil später kriegst du halt noch ein Skill, wo du, wenn du einen Kampf betrittst, dann füllt sich die KA-Leiste um 300%. Dein Ernst? 200%. Ja, wenn du in den Kampf reingehst. Und wenn du dann schnell draus flüchtest und nochmal reingehst, dann hast du halt voll. Ja, geil. 460 Lucre. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon wieder? Gerade mal 5000? Oh, Geld kriegst du ja so gut wie gar nicht, Alter. War da nicht noch ein anderer Weg rechts? Ja. Irgendwas in der Sackgasse? Gehen wir gleich nochmal gucken. Ich will gerade hier mal die Gegner mitnehmen. Dann, wenn die Gegner gleich wieder spawnen, kann ich nämlich fliehen. Wie gesagt, haben wir ja schon, glaube ich, am Anfang des LPs gesagt, Gegner nehmen wir nur einmal mit. Wir wollen uns ja auch nicht overleveln. Das stimmt. So, war hier... Ja, tatsächlich, ja, hier genau, ja. Oha! 2000... Geld! Geld! Geld regiert die Welt! Wir können uns bald eine der Waffen kaufen.
die wir niemals verwenden werden. Ich werde das Geld sparen, weil wir relativ schnell wieder... Ich würde die schon verwenden. Oh. Ein neuer Weg ist erschienen. Danke. So, jetzt halt hier mal die Augen offen. Hier in diesem Weg. Mal gucken, ob du das Kaktusrad siehst. Da ist er. Ah, da ist er. Okay. Der andere Kaktusfratz, der war ja halt einfach auf dem Weg, ne? Das stimmt, ja. Da wären wir ja eh dran vorbeigekommen. So oder so. Guck mal weiter. Ich bin gespannt, ob dir das gleich auffällt. Aber jetzt, wo du weißt, dass du suchen musst, hältst du natürlich die Augen ein bisschen mehr auf, ne? Ein bisschen, ja. Aha. Fragezeichen zusammen, oder? Oh, yes! Ja. Den habe ich ewig gesucht. Ich kam nicht auf die Idee, die Kamera zu drehen, weil da Sackgasse war. Ich bin halt direkt umgedreht. Guck mal, das ist das Erste, was ich mache aus meiner Erfahrung von Zelda. Scheiße, ja, aber komm mal, ganz ehrlich. Du siehst auf der Karte, du gehst geradeaus, siehst nur eine Sackgasse. Läufst bis zum Rand. Die Kamera, du siehst die Schatztruhe nicht mal. Weißt du? Ja. Und dann gehst du halt normalerweise, jeder normale Spieler dreht einfach instant um. Ja, es ist wie du sagst, Erfahrung halt, ne? Ich habe halt Erfahrung aus Zelda. Da gibt's halt auch in manchen Zeldas solche Ecken. Und dann musst du halt auch mal mit dem Z-Knopf die Kamera ein bisschen drehen, um halt zu gucken, ob da was ist. Erfahrung. Und zusätzlich wusstest du durch mich, dass da irgendwas ist. Richtig. In dem Gebiet. Du hast es angedeutet und du hast gesagt, ich soll die Augen offen halten. Also gucke ich hier natürlich auch. Richtig extrem. Dann guck mal, ein bisschen spezieller. So, hier war noch was. Ich kann hier aber nicht lang. Da ist nix. Oh, scheiße, Alter. Ja. Gut gemacht. Hast gesehen, ne? Hier geht einiges ab, ne? Hä? Hier geht einiges ab. Ja. Aber guck mal, der Fragezeichen-Samen, das war der letzte, den ich gefunden habe, der halt wirklich sehr gut versteckt ist, ne? Und ich glaube, diese Ruine, da habe ich gewundert, gibt's hier kein Fragezeichen-Samen? Aber hier muss doch irgendwo eine Kiste sein, wird mir ja angezeigt. Und gesucht und gesucht und irgendwann habe ich die gesehen. Ja, nice, geil. Lauf da links und durch in die Sackgasse, da kommt nicht der Boss. Nee, ich will noch gar nicht zum Boss, es gibt hier noch mehr Truhen zu entdecken. Ich weiß noch, wo eine ist, aber ich muss den Weg da jetzt gerade erstmal hinfinden, aber ich glaube, er ist hier. Gegen drei Silberritter ist ja auch richtig fies, Alter. Und dann noch gegen Mama Proto, Alter. Ja, Mama Proto sollte als erstes erledigt werden, die heilt, glaube ich, die Gegner. Ich habe sie schon gekillt. Gut. Ja, der Silberritter, der heilt sich auch von selbst, ne? So wie ich das gerade sehe, oder? Ja. Das waren alle. Ja, nice. Sehr gut. Irgendwo... Da ist noch eine... Ne, die Truhe haben wir aufgemacht. Ne, da ist noch eine Truhe. Ne, die ist zu. Und da hinten irgendwo war noch eine Truhe. Wie komme ich da jetzt hin? Jetzt bist du an der Truhe vorbeigelaufen. Dreh dich um. Ja, Moment. Hier habe ich auch gerade noch eine Truhe gesehen. Da ist eine Truhe, wäre näher dran gewesen. So. Da unten, geradeaus, runter. Nein, links. Hier. Weiter unten, am Wasser. Ach, da! Oh, ja. Merkst du, ne? Ja, man vergisst halt die Truhen so super schnell. Ich hatte die vorhin noch im Blick und ja, dann weg. Ja, aber daran merkst du, wie krass eigentlich hier, da musst du irgendwo lang. Und dann da links. Kannst du rüberhüpfen oben. Da kann ich rüberhüpfen? Gut. Ja. Aber daran merkt man gerade, wie krass die versteckt sind teilweise hier. Gibt's hier noch ein Fragezeichen-Samen? In jedem Gebiet glaube ich nur einen. Aber hier unten ist noch was, glaube ich. Wenn du hier runterspringst. Ja. Geld. Nicht viel, aber immerhin etwas. Immerhin, wir haben jetzt schon wieder 14.000. Davon könnten wir uns eine Waffe kaufen, wenn wir wollen. Jetzt gibt's hier nur noch eine Truhe und die ist da hinten. Das heißt, wir müssen einmal komplett außenrum, ne? Ich weiß es nicht, öffne mal die Karte. Nee. Von der goldenen Statue aus müssen wir halt einfach nochmal lang. Brauchen wir nicht komplett außenrum. Ja, hast ja hier den Weg geöffnet jetzt zum Glück. Richtig. Die Abkürzungen sind frei. Das ist aber, wie gesagt, der längste Benevodoner, den wir jetzt hier machen, ne? Mhm. Der nächste... Ja, guck mal, du hast ja einen ganz großen Dungeon hier quasi. Und dann auch noch hier zusätzlich die Benevodoner, ne? Ja, eben. So, jetzt rechts da, ich laufe vorbei, ja. Das müsste die letzte... Ist schon sehr verwirrend, ne? Nee, eine Truhe gibt's ja dann. Hä? Ja, das geht ja noch gleich weiter zum Benimodona. Vielleicht kommt da noch ein Weg eine Truhe.
ein Goldsachensamen. Oder ist das die Truhe hier vorne? Weil ich hatte irgendwo auch noch ein Tor geöffnet. Da war auch noch eine Truhe hinter. Sicher? Ja, absolut. Falls ich sie nicht schon eingesammelt habe. Das werde ich gleich erfahren. Also, also Truhen, die du schon aufgemacht hast, werden dir angezeigt. Dann habe ich die noch nicht geöffnet. Doch, dann habe ich sie. Dann habe ich sie schon geöffnet, ja. Aber gut, wenn du sagst, es ist nichts mehr Wichtiges in den Truhen, dann. Hauptsache, du hast immer den Fragezeichensamen. Das ist halt das Wichtigste. Also gibt es in jedem Gebiet der Benevodona einen Fragezeichensamen? Naja, außer bei Dangard, ne? Beim Flugviech, ne? Ja, gut. Gut. Aber bei den anderen, gut. Dann weiß ich da Bescheid, dass ich das. Ich weiß nicht genau, ob es in jedem Gebiet eine gibt, aber. Ich weiß nicht genau, ob es in jedem Gebiet ein Fragezeichensamen gibt, aber auf jeden Fall. Weil du hast ja 8 Benevodona und hast halt nur. Es gibt halt nur 6 Samen, ne? Aber. Du hast schon recht, ne? Das mit dem Schnellfliehen ist halt richtig, ist praktisch, das ne? Ist richtig nice. Das ist richtig gut. Und ich sag noch, das ist schön useless. Ja, ja. Train halt die Fresse. Das geht doch gerade aus darüber. Das unterschätzt man sehr gerne. Weil jetzt kann ich einfach an den Gegnern, die wir alle jetzt schon mal platt gemacht haben, einfach vorbeilaufen. Ja. So, die haben wir aber noch nicht. So, und meine spezielle Angriffe, die bewahre ich mir jetzt auch für den Benevodona gleich, damit wir gleich volle Kante reingehen können. Ich bin gespannt, wie du dich gegen ihn schlägst. Gegen Lichtauge. Gegen Light Eye, so heißt er bestimmt in Englisch. Weiß ich nicht. Gut gemacht, Charlotte. Verschwende deinen Spezialangriff an einen schon toten Gegner. Gut gemacht. So, wir sind da. Yes. Das soll ja, Lichtauge sein? Ja, wie hast du dir sonst vorgestellt? Das ist ein Riesenwirsingkohl mit Lichtauge dran. Dass der leuchtet oder so? Blumenkohl. Dass der leuchtet oder so? Keine Angst, der wird schon noch leuchten. Alter, ja, und er ist ein richtiger Fettsack, Alter, uff. Und der Kampf ist ein bisschen nervig. Der wird ein bisschen gehen, weil er andauernd springt, ne? Ich seh's kommen. Ja, genau das ist das. Oh Gott, du Fettkloß, Alter. Deswegen kannst du froh sein, dass du ihn jetzt schon machst, dann hast du ihn später nicht. Ja, wenn er dann ein höheres Level hat auch noch, ne? Oh ja, dann ist er sowieso noch stärker. Also den würde ich nicht als letztes machen wollen. Nee, ich auch nicht. Da, er leuchtet. Das stelle ich mir unter ein Lichtauge vor. Die beiden sind auch blöde, ne? Ja. Der kommt da halt angeflogen und die laufen halt nicht weg. Oh, weißt du, was jetzt blöd ist? Es ist gerade Tag geworden, ne? Ja, das stimmt. Und jetzt, wo du mit Kevin da kämpfen musst, ne? Ja, das ist halt schon. Oh Gott. Kackt der da seine Kugeln hin? Ja. Der hat ja einen richtig harten Schiss drauf, Alter. Angstködel. Ja, ich glaube auch, ne? So, wir haben ihn noch nicht mal die Hälfte abgezogen, ne? Aber auch hier muss ich sagen, wieder schön modelliert, ne? Also, wirklich ein schönes Modell. Oh, jetzt zu spät schon. Hätte ich von Anfang an schlagen müssen, hätte ich es abwehren können. Ach nein, oh Gott. Das ist so ein Schlagteil, oh nice. Ja, ja, wenn er so ein blauer Balken ist, musst du halt schnell erledigen da. Ne? Jetzt zu spät. Pass auf. Ich kann mich nicht verteidigen, ne? Du kannst dich vorher im Voraus heilen. Okay, gut. Ich bin nicht gestorben. Das ist sehr nice. Ach ja, er heilt sie übrigens. Was? Ja. Absolute Stress. Oh, das ist ja, der ist ja wirklich absolut furchtbar, Alter. Gut, dass du gleich gesagt hast, wir machen den. Aber jetzt leuchtet der. Das stelle ich mir mehr unter ein Lichtauge vor. Mhm.
Sei froh, dass du Dings dabei hast. Der hat mich ihn schon gebufft. Gedebufft, ne? Oh, ich wünschte, es wäre Nacht. Tja, Lichtauge sagt nein. Ja, Lichtauge sagt Licht. Hast ja gleich die Hälfte geschafft. Ja, bis er sich wieder heilt. Zum Glück macht er nichts, macht er keinen Full Heal. Das wäre wirklich. Oh! Dann würde ich cutten, Alter, sorry. Wenn der einen Full Heal drauf hätte. Aber das wäre voll übertrieben, ja. Der ist halt schon voll so bulky. Oder nicht? Der ist halt ja schon fast wie so ein MMORPG-Gegner, Alter. Ja, gefühlt schon. Oh Gott, ja, kack woanders hin, Alter. Hat er. Ja, schön für ihn. Ich hab wenigstens jetzt, die Hälfte habe ich jetzt wenigstens schon. Ja. Mal gucken, ob er noch was auspackt. Ja, er will uns jetzt plattwalzen mit seinen Stacheln am Body. Augenstrahl. Alter, wenn du jemanden mit deinem Augenstrahl anleuchten willst, dann mach das bei Hawkeye. Du bist mit ihm verwandt immerhin. Der eine ist ein Adlerauge und der andere ist ein Lichtauge. Meine Güte. Kommt das Auge übrigens bekannt vor? Ja, aus Majora's Mask. Es gibt nicht nur Zelda-Spiele, die Augen haben. Was ich meine ist eher, sagt der Begriff Fratzenwand noch was? Ja. Aus Secret of Mana, die Wände. Ja. Die haben auch solche Augen. Oh, ja, jetzt wo du sagst, wahrscheinlich, vielleicht sogar stammen die aus den Ruinen hier, weiß man ja nicht. Ich erinnere mich jetzt, wo du sagst. Gut, hast aufgehalten, sonst wäre er wieder so eklig. Dieses Mal habe ich das gesehen. Hast du ja gleich. Jetzt wird er rot. Jetzt ist er ein Wutauge, anstatt ein Lichtauge. Ein Wutauge? Ein Wutauge, ja. Oder sollte ich eher sagen Blutauge? Nee. Er ist ein roter Blumenkohl. Glaub mir, in Majora's Mask werden wir auch auf so einen Gegner treffen und du wirst ihn richtig hart hassen, Alter. Du wirst ihn richtig hart hassen. Das wird richtig furchtbar. Für mich der furchtbarste Gegner im Spiel. Ja, komm, er war blau. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, werde ich ja sehen. Blau, hör auf mich. Du wirst ihn verfluchen. Es gibt so einiges, was ich an Majora's Mask nicht mag. Also von den Gegnern her ist der und das ist nur ein Zwischenboss. Ach so. Das wird halt richtig furchtbar, aber wir haben ihn gleich besiegt. Nice. Ja, sehr gut. Tja, das Auge haben wir haben ins Auge gepiekst. Sind die Bene Vodona denn eigentlich dann wirklich tot oder ob die tot sind, weiß ich nicht. Leben die noch? Keine Ahnung. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Und Leute, ihr müsst dabei bedenken, die waren mal gut. Sie waren mal gut, ja. Und jetzt sind sie halt nur dafür da, um die Welt zu zerstören. So, du sagtest, wenn wir schon das Geld haben, sollen wir die Waffen kaufen. Ja. Dann gehen die nächsten Bede-Bude halt noch ein bisschen schneller, ne? Ist ja nicht ganz so schlimm. Geisterfaust. Und du kriegst ja halt mit jedem Gebiet halt immer stärker, immer mehr Geld. So, dann verkaufe ich mal die andere Waffe, die ich habe. Reicht zwar nicht für eine zweite Waffe, aber was soll's. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, wir rufen Flammi. Ja, dann kannst du ja schon mal jetzt schon den nächsten Benoduna aussuchen, bevor du aber noch nicht landen. Richtig. Nicht landen. Wir landen erst wieder im nächsten Part. Genau. So, Flammi, hol uns bitte ab. Ich hoffe, Flammi ist nicht traurig. Ihr habt alle ein Like gegeben. Haben sie. Gut, dann ist Flammi glücklich. So, hast du auch manchmal das so ein Kingdom Hearts-Vibe, wenn die Musik von Flammi in der Weltkarte kurz anfängt?
Ganz, ganz kurz, ja. Ja, ich auch. Ganz kurzen Kingdom Hearts Wipe, bis die Musik dann richtig losgeht. So, jetzt muss ich mir mal aussuchen. Wollen wir Wald von Vandara machen? Ich glaube, ich würde gerne das Eisgebiet machen. Würdest du das gerne? Ja, jetzt von den heißen Ruinen die kalten Frostbeulenfelder. Wäre das nicht nice? Ja, dann machen wir das jetzt im nächsten Part. Gut, dann machen wir das im nächsten Part. Leute, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Wir haben dieses hässliche, glubschige, eklige Auge besiegt und ja, im nächsten Part machen wir irgendeinen anderen, hoffentlich süßen Benevodona fertig. Ich weiß ja nicht, ob der süß ist. In den Frostbeulenfeldern. Richtig. Im Eislabyrinth. Spoiler, der Train wird es nicht mögen. Okay, ich bin gespannt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert unsere beiden Kanäle, aktiviert die Glocke bei uns beiden, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch bei Miku vorbei, wir spielen mit Jaws Mask in der Huan-Timeline. Er schlägt sich echt gut, Es ist echt ein witziges Projekt, also verpasst das auf keinen Fall. Und hast du sonst noch was zu sagen? Nope. Gut, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und genießt euren Tag. Bis dann.